Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist die vier Elemente Jahreslegung für den Löwen für das Jahr 2023. Und wie immer ist das hier eine ganz allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Diese allgemeinen Legungen passen nicht für jeden. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest den lass beiseite. Und wenn dir die Informationen nicht ausreichen, die ich hier in diesem Video gebe, dann kannst du mich jederzeit kontaktieren für eine persönliche Legung, für eine persönliche Beratung oder auch für ein persönliches Video zum Download. Ja, und wir schauen in die vier Elemente hinein. Wir beginnen hier im Norden mit dem Erdelement, mit den Münzen im Tarot, schauen in die vier Lebensbereiche hinein. Und was mir einfach nochmal ganz wichtig ist zu erwähnen zu Beginn von dieser Jahreslegung ist, hier im Norden im Erdelement, da finden wir das Thema Finanzen und Wohlstand. Und zum Wohlstand gehört alles, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Alles, was wir brauchen, um Wohlbefinden in unserem Leben zu haben. Und da gehört natürlich das Geld dazu, die Finanzen dazu, aber auch unsere Familie, die Freunde, die Liebe, die Wohnsituation, unsere Hobbys, einfach auch die Gegenstände, die uns umgeben. Alles, was wir brauchen für Wohlstand, für Wohlbefinden in der materiellen Welt, das gehört mit ins Erdelement. Auch noch ein bisschen mehr, aber das ist so der Bereich, auf den wir hier schauen. Und ich mische einfach mal noch mal kurz die Karten ein bisschen für den Löwen für das kommende Jahr. Sodele. Wir haben hier den Kaiser. Das ist eine schöne Löwenkarte. Die Königin der Stäbe. Die Prinzessin der Stäbe. Also dem Kaiser ist es ganz wichtig, sein Leben im Griff zu haben und zu bestimmen, was im Leben passiert. Und ich sagte gerade, es ist eine schöne Löwenkarte, weil ein Löwe ist eigentlich ein sehr selbstbewusstes Tier. Und ein Löwe ist auch immer ein Anführer, der gerne irgendwo den Ton angibt. Und im Kaiser geht es immer um Selbstbeherrschung, darüber, dass wir unser Leben im Griff haben, dass wir der Herrscher sind in unserem Leben. Ja, der Kaiser in unserem Leben, die Königin in unserem Leben, die Prinzessin in unserem Leben. Und es geht dann auch immer so ein bisschen um das Thema, ob wir andere unterdrücken oder von anderen unterdrückt werden, vielleicht auch von Lebensumständen unterdrückt werden oder ob wir aus uns selbst heraus strahlen und unsere Herrschaft und das, wie wir unser Leben gestalten, zum Wohle aller ist. Und in diese Grundenergie des Kaisers, also der Kaiser, der hat auch immer mit Planen zu tun, mit strategischem Denken zu tun. Und dieses strategische Denken und Planen der Dinge in deinem Leben, ganz egal, ob das jetzt im Job ist oder im Privatleben oder etwas mit der Wohnsituation zu tun hat oder mit den Finanzen, dieses strategische Planen und auch dieses innere Bedürfnis, die Dinge im Griff zu haben und selbst zu bestimmen, was im Leben passiert, das ist hier getragen von ganz viel Lichtenergie. Die Königin der Stäbe ist so die hellste Königin im Deck, die am meisten Lichtpotenzial in sich hat, weil sie ja dieses Feuerelement, und als Löwe gehörst du ja zum Feuerelement, sie verkörpert das Feuerelement in der höchsten Frequenz. Und sie ist quasi ganz tief in ihr Seelenlicht eingetaucht und strahlt dieses Licht aus sich heraus. Und je tiefer du mit deinem eigenen Licht verbunden bist und das Licht deiner Seele in die Welt strahlen lässt, desto einfacher wird es dir fallen, die Dinge in deinem Leben im Griff zu haben und wirklich zu deinem eigenen Wohle und zum Wohle aller zu bestimmen, wie die Dinge gehen. Wir haben hier noch die Prinzessin der Stäbe und das ist auch eine Karte, die eigentlich Angst abstreift. Und immer wenn wir das Gefühl haben, bestimmen zu wollen oder etwas im Griff haben zu wollen,
Dem Ganzen liegt auch immer so ein bisschen Angst zugrunde, nämlich die Angst, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir sie haben wollen, die Angst, dass etwas schief geht. Es gibt ja ganz, ganz viele Ängste und die Prinzessin der Stäbe macht sich davon frei und öffnet sich den Dingen, die ihr Spaß machen. Und das ist eben auch ein Schritt, den du hier gehst. Der Kaiser hier, das ist jemand, der analytisch denkt. Das ist jemand, der würde die Dinge nur nach der Wissenschaft beurteilen, nach Fakten, die er wirklich schwarz auf weiß nachlesen kann. Das wäre zum Beispiel auch ein guter Schachspieler, weil er ein guter Stratege ist und dieses strategische Planen eigentlich total sein Ding ist. Und was jetzt hier reinkommt, ist wirklich so diese Lichtenergie. Und die Prinzessin der Stäbe ist eigentlich jemand, der das Ganze so ein bisschen lockerer nimmt. Die braucht nicht immer alle Fakten schwarz auf weiß. Die fühlt einfach, was macht mir Spaß? Was erweckt meine Lebenskraft? Was erweckt meine Lebenslust? Was erweckt meine Leidenschaft? Und sie öffnet sich dem von ganzem Herzen. Und sie ist auch mit ihrer Schöpferkraft verbunden, was wir an dem Stab sehen mit der Sonne obendran. Und sie hat keine Angst, auch mal Dinge zu machen, die aus diesem Schachbrettmuster des strategischen Denkens herausfallen. Ja, es ist so, als ob du hier dieses strategische Denken und Handeln und dieses, die Dinge im Griff haben wollen und auch bestimmen wollen. Und das ist einfach so in der Natur des Löwen. Der Löwe ist so, das ist das, was ihn ausmacht. Ja, dass du hier einfach den Löwen mal ein bisschen Löwe sein lassen darfst und vielleicht auch mal Sachen machst, die ja außerhalb der Reihe sind, für die es vielleicht keine logische Erklärung gibt, für die du nicht die Fakten schwarz auf weiß hast, sondern weil du einfach fühlst, du möchtest das machen und das dann eben auch tust. Und aus diesem starren Prinzip des Kaisers einfach mal so ein bisschen spielerisch ausbrichst. Und da geht es eben auch um Kraft. Ja. Und auch wieder um die Materie. Ja, der Löwe, der hat gerne die Dinge im Griff, der bestimmt gerne, was passiert in seinem Leben. Der ist nicht gerne fremdbestimmt. Also ein Löwe, der lässt sich ungern von anderen dominieren und bestimmen. Und du darfst hier deine Löwenkraft umarmen. Aber es ist immer eine Frage, wie gehen wir mit dieser Kraft um? Ja, setzen wir diese Kraft ein für das Positive oder Lichtvolle? Oder setzen wir diese Kraft ein, um alles starr im Griff zu haben? Und der Ritter der Münzen, das ist für mich immer eine Karte, vor allem hier in diesem Tarot, in dieser Darstellung, dem einfach das Weltliche über das Spirituelle geht. Dem die harten Fakten und das Geld auf dem Konto und alles muss am besten mehr sein und dem ist es irgendwie wichtig, ein schönes Auto zu fahren und so. Dieses Materielle und auch diese Statussymbole sind dem Ritter der Münzen sehr, sehr wichtig. Und es sieht mir so aus, als ob du hier eine neue Balance findest, wirklich zwischen diesem materiellen Denken und dem, was dich eigentlich in deine Kraft bringt. Denn immer nur auf das Materielle fixiert zu sein, das Materielle bringt uns nicht das Glück, das wir empfinden, wenn wir uns mit dem Licht der Seele verbinden. Und dieses Verbinden mit dem Licht der Seele ist das, was uns in die Kraft bringt. Das, was dich auch dazu bringt, deine Löwenkraft im Positiven anzunehmen und lichtvoll zu leben. Und da kommt eine neue Balance rein, jetzt im kommenden Jahr. Und du wirst sehen, dass dieses mit der Intuition verbunden sein und mit der Lichtenergie verbunden sein, dass sich das viel mehr auszahlt und dass dir das noch viel mehr das Gefühl geben wird, die Dinge im Griff zu haben, als hier versuchen, starr zu bestimmen. Ja, das ist der Kaiser, der hat immer so ein bisschen so eine starre Energie. Ja, das ist irgendwie wie so eine Box, die sich nicht bewegt. Eine starre Box aus einem festen Material, wo man
einfach so unflexibel wird, unformbar wird. Und du darfst hier mehr zu einer weichen Form werden, wie so ein Würfel, der aus Silikon ist und der so ein bisschen weich ist und sich in alle Richtungen verbiegen kann. Ja, es geht so um diese Weichheit, um diese Inspiration und darum, diese beiden Dinge zusammenfließen zu lassen. Und das heißt ja gar nicht, dass du hier nicht mehr so diesen Löwe-Charakter haben sollst. Das heißt nur, dass dieser Löwencharakter weicher werden darf. Und diese Weichheit ist das, was die Kraft des Löwen erweckt. Und ich habe hier Odin für dich, die psychische Innenschau. Und er sagt, dein drittes Auge ist offen. Sehe die Wahrheit, wie sie ist und folge deiner Intuition. Und das ist das. Manchmal ist es einfach ratsamer, der Intuition zu folgen. Und was ich hier gerade noch bekomme, ist ein Spruch von Saint-Germain. Und der heißt, walk by faith, not by sight. Also folge deinem Glauben, folge deiner Intuition und nicht dem, was deine physischen Augen sehen. Und so Dinge wie Analyse, Strategie, Wissenschaft sind unheimlich wichtig für uns Menschen. Ganz, ganz wichtig, weil wir uns ja über diese Dinge in der materiellen Realität auch an das, was wir Wahrheit nennen, herantasten. Aber hier geht es auch einfach darum, dich mit der inneren Wahrheit zu verbinden, eben weil unsere physischen Augen und die Schlussfolgerungen, die wir ziehen, aufgrund von materiellen Dingen uns auch oft trügen können, auf einer höheren Ebene von Wahrheit. Ja, wir schauen jetzt einfach mal weiter. Das ist auf jeden Fall hier schon mal eine sehr interessante Energie im Materiellen. Wir schauen weiter hier ins Luftelement, in die Schwerter im Tarot. Und hier finden wir die Stimmung, das Lebensgefühl, die mentale Energie. Und hier sehe ich erstmal eine Zentrierung auf der mentalen Ebene. Auch wieder hier die Hohepriesterin, dieses Verbundensein mit den universellen Energien. Und den Ritter der Schwerter. Es mag sein, die Dinge gehen dir manchmal nicht schnell genug. Was ich hier sehe, ist, dass du in dir schon sehr klar bist. Du weißt wirklich, wer du bist, wo du stehst, was du von den Dingen hältst und bist irgendwo zentriert in dir und auch verbunden mit den universellen Energien. Und es kann sein, dass du auf der mentalen Ebene aufgrund von dem, wie du hier in dir ruhst, manchmal nach vorne prescht und die Materie dann nicht hinterherkommt. Ja, ich sage immer, die Gedanken sind immer sehr schnell oder können sehr schnell sein und wir sind vielleicht in Gedanken, in der Planung schon 1-2 Jahre voraus und in der Gegenwart hinkt es dann noch so ein bisschen hinterher, weil die Materie sich nicht so schnell bewegt wie die Gedankenenergie. Aber an sich ist das hier sehr harmonisch, du hast Klarheit, du ruhst harmonisch in dir, du bist verbunden mit den universellen Energien, die diese Zentrierung und innere Klarheit natürlich auch unterstreichen. Du hast hier die Königin der Münzen, ja, also du weißt, was du geschafft hast in deinem Leben und bist da auch stolz drauf. Ja, Löwen sind stolz und diesen Stolz, den hast du dir verdient, den darfst du auch empfinden für all das, was du schon geschafft hast in deinem Leben. Und du darfst dich erfreuen an den Dingen, die du geschafft hast und erfreuen an den guten Dingen, die du in deinem Leben kreiert hast. Und hier liegt die 4 der Stäbe. Das ist einfach auch immer eine Glückskarte, so diese Happy Home Card, Happy Family Card, ja, dieses Glück in der Familie, im Freundeskreis, die Harmonie. Du hast hier Möglichkeiten, Dinge abzuschließen und auf einer höheren Ebene weiterzumachen, also zu vollenden. Und was auf dieser Karte ja immer gezeigt wird, ist eine Hochzeit. Eine Hochzeit ist ja auch eine Vollendung. Ja, das Single-Leben, das vollendet sich und wir machen weiter auf einer höheren Ebene.
Und diese Chancen, die werden sich dir offenbaren im kommenden Jahr. Und das ist etwas, das macht einfach gute Laune. Und ich habe hier die Zwiebel, den Schutz. Und das ist jetzt einfach nochmal ein Impuls, der diese Energie hier oben unterstreicht, die einfach den Kaiser ein bisschen weicher werden lässt, den Kaiser ein bisschen mehr Vertrauen haben lässt in den guten Weg, in die universellen Energien, sodass der Kaiser sich zurücklehnen darf und sagen kann, okay, ich weiß, das Universum unterstützt mich und ich kann meine Kraft in andere Dinge investieren, indem ich ein bisschen was von meiner Strenge loslasse. Wir schauen weiter in den Süden, in das Feuerelement, in die Stäbe im Tarot, in die Wunschmanifestation und die kreativen Energien. Und ich habe hier den Wagen, das Rad des Schicksals und den Turm. Was ich hier sehe, ist wirklich eine tiefe Innenschau. Und die tiefe Innenschau hier, die ist auch verbunden hier mit der Wissenschaft. Mit dieser Sechs der Schwerter, mit diesem sich in sich zentrieren, alle verschiedenen Dinge abwägen. Und das ist jetzt die Karte, da fließen die strategischen Gedanken, das analytische Denken und die Intuition zusammen. Und du bestimmst den Zeitpunkt, wann die Dinge in deinem Leben geschehen. Das ist etwas, das liegt bei dir und insofern hast du die Dinge auch in deinen Händen und im Griff. Das Leben bringt dir hier neue Chancen und Möglichkeiten. Ja, das Rad des Schicksals bringt uns immer die Chancen und Optionen, die wir brauchen, um zu wachsen. Und ich sehe, dass hier auch ein Erkenntnisprozess beginnt. Und dieser Erkenntnisprozess, ich denke, das ist damit verbunden mit dem, was hier oben liegt, mit dem Umarmen deiner Kraft, mit dem, dass du siehst, dass mit mehr Intuition, mit mehr Spiritualität, mit mehr Weichheit, mit mehr Liebe viel mehr erreicht werden kann als mit diesen eher starren männlichen Strukturen, die der Kaiser eigentlich innehat. Wir haben hier die 7 der Münzen und die 9 der Schwerter. Ich sehe, dass die Dinge, die du dir wünschst und die Träume, die du hast, dass das wirklich etwas ist, was dir am Herzen liegt und dass du dir manchmal große Sorgen machst, dass sich die Dinge nicht ausgehen, dass du vielleicht auch nicht weißt, wie dir den Kopf zerbrichst, ja, dich immer wieder ausrichten und hier zentrieren musst oder dass dir das Timing Gedanken macht. Das liegt ja auch nochmal mit hier. Und ja, es geht hier einfach auch um Vertrauen. Vertrauen haben in die Unterstützung des Universums, Vertrauen haben in die Intuition. Und die Intuition vielleicht manchmal auch ein bisschen ernster nehmen als das analytische Denken. Und ich habe hier den Shungit. Und der Shungit, der sagt, entgifte dein Leben. Ja, es kann natürlich sein, dass hier mit dieser Weiche, die hier reinkommt und auch mit dieser Intuition und dieser tiefen Innenschau, dass sich dein Blick auf die Dinge verändert und dass du eben auch siehst, wo du gerne Anpassungen vornehmen möchtest, wo du gerne, ja, das ist auch hier mit diesem Turm, dass du einfach erkennst, welche Dinge sind förderlich und welche nicht, welche unterstützen mich, welche nicht, welche möchte ich in meiner Zukunft haben und welche nicht und eben dementsprechend beginnst auch so ein bisschen auszusortieren. Und das kann einfach auch alle Lebensbereiche betreffen. Und dann schauen wir noch weiter in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche im Tarot. Wir haben hier die 5 der Stäbe, die 2 der Münzen und die 10 der Münzen. Es kann sein,
dass sich manche Dinge in deinem Leben irgendwo noch blockiert anfühlen. Oder es kann sein, dass du eben hier auch erkennst, dass es Dinge in deinem Leben gibt, in die du mehr Kraft investierst, als du bereit bist zu geben. Und das ist etwas, wo es einfach einen grundlegenden Wechsel gibt, vom Schatten ins Licht. Und wo du dich einfach hier auf die Dinge konzentrierst, die sich wirklich auszahlen, die sich wirklich lohnen. Und eben die anderen Dinge, wo du einfach merkst, das bringt mich nicht weiter, die darfst du zurücklassen. Und das ist etwas, das kommt aus der Intuition und nicht aus diesem kaiserlichen Denken. Ja, man muss ja immer denken, der Kaiser an sich, das war ja jemand, der hat ein Empire beherrscht. Ja, ein ganzes Reich. Nicht nur ein Königreich, sondern das war ja noch viel mehr. Und der hatte einfach auch viel Verantwortung auf seinen Schultern. Und wenn man Verantwortung trägt, möchte man sich natürlich auch immer absichern. Und von dem her kommt hier einfach viel mehr Intuition und ja, Seelenenergie rein in das Handeln generell. Und das verändert eben auch hier auf dieser emotionalen Ebene, dass du wirklich, wenn du spürst, da geht es nicht weiter, dass du schaust, was kann sich verändern, damit, ja, damit das einfach gut wird. Und wir haben hier die Liebenden und die Gerechtigkeit. Du weißt auch, dass wenn du hier Dinge hinter dir lässt, wo du sagst, das ist einfach irgendwie so Teil eines Entgiftungsprozesses, eines Detox-Prozesses und ich lasse es gehen, dass das Leben hier das zu dir bringt, was zu dir gehört. Das ist auch eine wunderschöne Liebeskarte, weil die Liebenden liegen hier im Bereich des Wasserelements, im Bereich der Kelche und der Gefühle und hier wird etwas ausgeglichen. Also es ist auch so, dass quasi Verluste oder Schmerzen, die in der Vergangenheit da waren, auch hier so kleinere Verluste, dass das einfach ausgeglichen wird. Wenn etwas rausgeht durch diesen Entgiftungsprozess, durch diesen Detox-Prozess, dann wird das Leben dir hier etwas Neues bringen, was das ausgleicht. Das kann natürlich im Bereich der Partnerschaft sein, im Bereich der Liebe sein. Das kann aber auch in allen anderen Lebensbereichen sein. Und es geht hier einfach um diesen Wechsel vom Schatten ins Licht und in ein neues Gleichgewicht. Und ich habe hier die Honigbiene, Divine Feminine. Und die Karte sagt, du wirst gerufen zu erwachen. Du wirst gerufen, deine Energiefrequenz anzuheben. Ja, und im Kaiser finden wir so dieses urtypische männliche Prinzip. Und was hier eben reinkommt, ist so diese göttliche weibliche Energie. Die Energie, die vertraut, die fühlt, die sich von der Intuition leiten lässt. Und diese Balance ist für dich somit ein Grundthema im kommenden Jahr, das sich durch alle Lebensbereiche zieht. Ja, und zum Abschluss ziehe ich für dich auch noch eine Affirmation. Indem ich Spiritualität zur Grundlage meines Lebens und Handelns mache, darf ich darauf vertrauen, dass sich alles zu meinen Gunsten entwickelt, auch wenn ich nicht weiß, wann und wie es geschehen wird. Und ich könnte diese Legung nicht besser in Worte fassen als mit dieser Affirmation. Ja, lieber Löwe, das sind deine Karten für 2023. Ich hoffe, sie waren dir hilfreich und konnten dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like. Und wenn du möchtest, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Denn ich freue mich wirklich von Herzen über euer Feedback und über eure Kommentare. Alles Liebe für dich. Hallo nochmal, Daniela hier. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass es wie im jeden Jahr natürlich die Möglichkeit gibt, eine persönliche Jahreslegung zu bekommen für das Jahr 2023 als Video
Und diese Jahreslegungen für das neue Jahr zeigen den Zeitraum von Januar bis Dezember 2023. Und Beispiele dafür findest du in den Geburtstagslegungen. Ja, und diese 12 Monate, die lege ich immer mit dem Crowley-Tarot-Kartendeck aus. Und alle weiteren Decks, die Verwendung finden, die wähle ich speziell für dich aus. Das Video bekommst du zum Download, damit es dich durch das neue Kalenderjahr begleiten kann. Und so ein persönliches Video enthält viele kleine Botschaften, die beim ersten Anschauen nicht direkt ins Auge springen, aber im Verlauf des Jahres von Bedeutung sind. Ja, und zu den Themen, du darfst natürlich immer darum bitten, dass ich auf bestimmte Themen schaue, falls sich etwas zeigt, also keine speziellen Fragen, dafür eignet sich diese Gesamtübersicht nicht so gut, aber so eine grobe Richtung kannst du mir mitteilen, damit ich die Augen offen halten kann. Und bei dieser Legung, da zeigt sich vor allem immer das, was deine Aufmerksamkeit erregen will, was sich zeigen will, was wahrgenommen werden will. Und da geht's einfach darum, die verborgenen Potenziale zu entdecken und auch Stolpersteine zu entdecken und weise zu umschiffen. Ja, und diese Videos werden von mir im November und Dezember aufgenommen und dann eben verschickt. Und wenn du Interesse hast, dann findest du einen Link unter dem Video und alle weiteren Infos auf meiner Website. Alles Liebe!